So Leute, da sind wir beim nächsten Commander Deck und wir haben Vampiric Bloodline. Sehr, sehr cool. Auch hier wieder das Crimson Vow Commander Deck. Auch hier wieder möglichst plastikfreie Verpackung mit möglichst wenig Plastik, auch wenn das irgendwie auch nicht mehr der Fall ist. Ja. Hier ist Müll drin, wissen wir ja schon. Kennen wir ja schon aus den ganzen anderen Decks. Hier finde ich ganz cool, dass es er hier drauf ist, der gute Florian. Heißt der Florian? Nein, er heißt Strefan. Egal. Was ich mir interessant finde, ist hier diese Schwarz-Rot-Koordination. Die ist bei dem anderen halt blau-weiß gewesen. Das ist mir gar nicht aufgefallen bei der Box. Und ja. Gucken wir, was wir haben. Wir haben wieder den Live-Counter. Diesmal mit Schwarz-Rot. Dann haben wir... Oh Gott. Strefan. Eine Geschichte zu Strefan. Dann haben wir, wie man das Deck spielt und die Commander-Regeln. Er sieht aus wie so ein halber Werwolf, wenn ihr mich fragt, mit den spitzen Ohren. Weniger wie ein Vampir, der gute Strefan. Und ja, dann haben wir diesen wunderschönen Packen an Tokens und anderem Gedöns. Und natürlich... geh weg. Und natürlich hier Strefan als Etched Foil. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt in die Kamera bekomme. In diesem... Hard Plastic Treatment. Dann haben wir eine Menge Blood Tokens. Heilige, das ist echt eine Menge Blood Tokens. Und dazu haben wir 2 Fledermäuse, 3 Treasures, 3 Vampire und nochmal 2 Fledermäuse. Warum sind die getrennt? Egal, das sind die Tokens, die wir haben. Und gucken wir uns mal das Deck an. Ja, das Vampir-Deck hier, ein All-Time-Favorite. Vor allem, wenn man jetzt mal nachguckt, was zum Beispiel der Soren Markov kostet. Das Vampir-Deck aus 2017, glaube ich. Das ist wirklich Banane. Wirklich Banane. Jungs, was macht ihr damit? So, wir haben unsere beiden Commander. Wir haben zuallererst Strefan Mora Progenitor. Krass. 4 Mana 3-2 fliegen. Zu Beginn des Endsteps kriegen wir einen Blood Token für jeden Spieler, der in diesem Zug Leben verloren hat. Und immer wenn der angreift, kann man 2 Blood Token opfern. Wenn man das tut, dann kann man eine Vampirkarte von der Hand angreifen, getappt ins Spiel bringen und sie kriegt Unzerstörbarkeit bis man es tut. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Und dann haben wir, was zur Hölle? Baron of Bats. Timota. 6 Mana 4-4. Ward Discard Card. Das ist stark. Das ist wirklich stark. Und immer wenn ein Non-Token Vampire, die man kontrolliert, stirbt, kann man einen Mana bezahlen. Wenn man das tut, kreiert man eine Flittermaus. Wenn diese Kreatur einem Gegner Schaden zufügt, kann man sie opfern, um die exilte Kreatur damit wiederzuholen. Das heißt, man kann alles in Vampire, in Flittermäuse verwandeln. Sehr cool. Also das ist ein Commander-Deck, das würde ich mir gefallen lassen. Dann haben wir Crossway Troublemaker. 6 Mana 5-5 angreifende Vampire, die man kontrolliert haben. Death Touch Lifelink, stark. Und immer wenn ein Vampire stirbt, können wir 2 Leben bezahlen. Wenn wir das tun, ziehen wir eine Karte. Diese Artworks von den Vampiren in diesem Set ist Wahnsinn. Glasscast Heart. Okay, das sind Springbrunnen. 3 Mana Artefakt. Immer wenn ein oder mehr Vampire, die wir kontrollieren, angreifen, kriegen wir Blood Tokens. Ist doch viele Blood Tokens. 1 schwarzes Mana tappen, wir zahlen ein Leben, kreieren einen schwarz-weißen Vampir mit Lifelink. Okay. Der wird halt von diesem Ding angezogen. 2 Mana tappen, wir können das Ding opfern und 13 Blood Token opfern. Jeder Gegner verliert 13 Leben und wir kriegen 13 Leben. Oh, wow. Cumber the Plunderer. 4 Mana 3-4, Partner with Lorene the Divisor. Okay. Lifelink. Und immer wenn eine Kreatur stirbt, die ein Gegner kontrolliert, kriegen wir ein Leben und kriegen einen Blood Token. Den gibt es in kaputt in Boostern drin. Da steht nämlich drauf, whenever a creature dies, you gain 1 life and create a Blood Token. Das ist falsch. Okay, hier ist nicht direkt der Partner hinten dran. Das ändern wir die Reihenfolge. Wir haben hier Lorene, das ist der zweite Partner-Commander, der eben mit ihm partnern kann. 3 Mana 3-3 Erzschlag, für 2 Mana können wir ein Artefakt oder Kreatur opfern und eine Kreatur golden. Sehr cool, gerade mit den ganzen Blood-Tokens. Olivia's Wrath. Olivia ist böse. 5 Mana Sorcery, jeder Nichts-Vampir kriegt minus x minus 6. Wächst die Anzahl an Vampiren, ist die man kontrolliert. Okay, 5 Mana, teuer. Predator's Hour. 2 Mana Sorcery bis zum Ende des Zuges kriegen Kreaturen, die man kontrolliert, am Menace. Also müssen wir 2 Kreaturen geblockt werden. Und immer wenn diese Kreatur mit einer Schaden zufügt, exiliert die oberste Karte von diesem Spieler von der Bibliothek Face Down. Man kann die Karte angucken, man kann die Karte mal casten diese Runde, um Mana Blue als Farbe zu benutzen. Stark.
Shadowgrain Archfiend ist ein Demon. 7 Mana 8-4, wow. Und wenn er ins Spielfeld kommt, muss jeder Gegner eine Kreatur opfern. Mit der höchsten Power unter Kreaturen, die er kontrolliert. Und wir kriegen Leben in Höhe der größten Power. Von dieser Kreatur, insgesamt dieser Kreaturen, die gemacht werden. Und er hat Madness für 3 Mana und Pay 8 Life. Ist halt ganz cool, dass hier Blood Tokens, dadurch, dass man halt eine Karte zieht, eine Karte abwirft, sehr cool mit Madness funktionieren. Arterial Alchemy. 2 Mana Enchantment. Wenn ein Spielfeld kommt, kriegen wir einen Blood Token für den Gegner, den wir haben. Und Blood Tokens sind Equipment. Wow. Sind Equipments als zusätzliche Typen. Geben plus 2 bis 0 und Equip für 2 Mana. Cool. Imposing Grandeur. 5 Mana Sorcery. Jeder Spieler kann seine Hand abwerfen, wenn er möchte, und kann so viele Karten ziehen, wie die höchsten Mana-Values von Commandern, die dieser Spieler dann besitzt, in der Fels- oder in der Command-Zone. Was halt bei uns nicht so viel sind. Camber würde halt 6 und Strevan würde halt 4 machen. Aber gut, was soll's. Markov Enforcer. 6 Mana 6-6. Immer wenn der oder ein anderer Vampir ins Spiel kommt, fightet er eine Kreatur, die wir nicht kontrollieren. Und immer wenn der... Wenn eine Kreatur Schaden von dem zurückbekommt und danach stirbt, kriegen wir einen Blood Token. Nice. Midnight Arsonists. Okay. 4 Mana 3-2, wenn er ins Spiel kommt, zerstören wir X Artefakte mit Mana-Fähigkeiten, ohne Mana-Fähigkeiten und X die Anzahl an Vampiren, die man kontrolliert. Da habe ich schon die erste Judge-Frage zu gehabt. Scion of Opulence. 3 Mana 3-1, immer wenn der oder andere Non-Token-Vampir, den wir kontrolliert, stirben, kriegen wir einen Treasure-Token. Und für ein rotes können wir 2 Artefakte opfern und die obersten 2 Karten unseres Decks opfern und die oberste Karte unseres Decks exilen und wir können diese Karte casten. Nicht schlecht. Sinister Walls. 5 Mana Sorcery. Wir suchen uns 3 Kreaturen aus dem Friedhof aus. Wir bringen 2 von denen zurück auf random aufs Spielfeld und die andere legen wir unter das Deck. Na, okay. Anovo the Ruined Sage. 5 Mana 4-3. Zu Beginn des Upkeeps opfert jeder Spieler eine Non-Vampire Creature. Stark. Was bist du? Bloodlord of Vesgorf. 5 Mana 3-3 Bloodthirst 3. Also wenn der Gegner Schaden zu viel bekommen hat und wir casten diese Karte dann, kriegen wir 3 bis 1 bis 1 Marken. Stark. Fliegend und andere Vampire haben auch Bloodthirst 3. Okay. Kenne ich gar nicht. Wahrscheinlich ein Reprint. Blood Tracker. 4 Mana 2-2 fliegend für ein schwarzes und 2 Leben kriegt der eine plus 1 plus 1 Marke. Und wenn er ins Spielfeld kommt, ziehen wir eine Karte für jede plus 1 plus 1 Marke drauf. Ne, wenn das Spiel verlässt, so ist es richtig. Butcher of Malakir, 7 Mana 5-4 fliegend. Wenn der oder andere Kreatur stirbt, muss jeder Gegner eine Kreatur opfern. Starker Vampir. Champion of the Dusk. Dusk. 5 Mana 4-4, wenn er ins Spielfeld kommt, verliert man X Leben und zieht X Karten, wo X die Anzahl an Vampiren ist, die man kontrolliert. Stark. What the fuck? Ja, dieses Bild. Oh, ich komme darauf voll nicht klar. 2 Mana 1-1, immer wenn der oder ein anderer Vampir stirbt, legen wir eine plus 1-1 auf jeden Vampir, den wir kontrollieren. Stark. Damnable Pact. 2 Schwarze und X. Ein Spieler zieht X Leben und verliert X Leben und zieht X Karten. Los, richtig. Dark Imposter, der war stark, aber ich weiß nicht, was er kann. 3 Mana 2-2, 6 Mana, wir exilen eine Kreatur und legen den plus 1 plus 1 Marke drauf und hat alle aktivierten Fähigkeiten von Kreaturen, die so also exiliert werden. Stark. Blood Witch. Die sagt mir auch irgendwas. Malakir Blood Witch. 5 Mana 4-4, Schutz vor Weiß. Deshalb sagt die Karte mir was. Fliegend und wenn sie ins Spiel wegkommen, verliert jeder Gegner so viel Leben wie Vampire, die wir kontrollieren. Wir kriegen so viel Leben wie auf diese Weise verloren. Das ist eine ganz alte Wording. Heute wäre das nicht mehr. Oh, Necropolis Regent. 6 Mana 6-5 fliegend, immer wenn der, wenn eine Kreatur mit einer Schaden so viel kriegt, die so viele plus 1 plus 1 Marken, also die Kreatur, wie sie Schaden so viel hat. Das ist stark an einem Spieler halt. Nirukan Reverend, 6 Mana 4-4, Sümpfe tappen für ein zusätzliches Schwarzes und wir können Schwarz bezahlen, um den plus 1 plus 1 plus 1 zu geben. Die war damals bockteuer. Patron of the Vane, 6 Mana 4-4 fliegend. Wenn er ins Spiel kommt, zerstören wir eine Kreatur, die Gegner kontrolliert. Und wenn eine Kreatur, die Gegner kontrolliert, stirbt, exilen wir die und legen eine plus 1 plus 1 Marke auf jeden Vampir, den wir kontrollieren. Auch das sehr, sehr stark. Sanctum Seeker, 4 Mana 3-4. Und immer wenn ein Vampir angreift, verliert der Gegner ein Leben. Wir kriegen ein Leben. Diese komischen Conquistador-Vampire aus Ixalan. Stormkick Commandum. 2 Mana, wir können eine Karte abwerfen und Vampire können plus 1 bis 1 zumindest Fuß bekommen.
Können wir nur einmal Brunnen aktivieren. Wir brauchen mehr Madness. Underworld Connections habe ich ewig nicht mehr gesehen. Dreimal ein Enchantment, wir enchanten Land. Und das Land hat dann Tappen, wir zahlen ein Leben, ziehen eine Karte. Ayanis Ravager, 3x3/3, muss jede Runde angreifen. Wenn er angreift, werfen wir unsere Hand ab und ziehen drei neue Karten mit Madness. Hierzu habe ich ein Madness-Deck, tatsächlich den Spielmann im Legacy im Madness-Deck. Und wenn euch das interessiert, könnt ihr nach dem Madness-Deck schauen. Dann haben wir Avacyn's Judgment. Okay, Avacyn ist immer noch ein Ding anscheinend. Ein rotes, ein farbloses oder Madness, ein rotes und X. Wir fügen zwei Schaden zu, beliebig aufgeteilt. Wenn dieser Spell mit Madness-Kosten bezahlt wird, können wir eben X Schaden verschießen. Okay. Blasphemic Act, ein rotes und 8 Sorcery. Wir fügen jeder Kreatur 13 Schaden zu, kostet ein Mana weniger für die Kreatur im Feld. Stark. Bloodsworn Stuart. 4 Mana, 4/4 fliegend. Commander-Kreaturen kriegen +2/+2 und haben Eile. Das ist bestimmt nicht günstig. Crimson Honor Guard, 5 Mana, 4/5 Trampel. Zu Beginn jedes Endsteps fügt die dem Spieler 4 Schaden zu, es sei denn, sie kontrollieren einen Commander. Okay, es muss nicht ihr Commander sein, es muss nur ein Commander sein. 1 Mana, 2/1, Falkenwrath Gorger. Jeder Vampir-Kreatur, die man kontrolliert, hat Madness und Madness-Kosten sind gleich ihrer Mana-Kosten. Der ist stark. Mob Ruler. Okay, 6 Mana, Sorcery, wir suchen uns eins aus. Entweder kriegen wir die Kontrolle über alle Kreaturen mit Stärke 4 oder mehr bis zum Ende des Zuges, sie werden enttappt und kriegen Eile. Oder wir kriegen alle Kreaturen mit Stärke 3 oder weniger. Okay. Statt für 6 Mana alle zu bekommen. Molten Echoes. 2 rote, ein farbloses und wenn ein Spiel bekommt, suchen wir uns Kreaturtyp aus. Hier ist es wahrscheinlich Vampir. Immer wenn Non-Token-Kreatur mit dem Chosen-Typ ins Spielfeld kommt, kriegen wir einen Token, der ist eine Kopie davon ist, der kriegt Eile, wenn er Zug geopfert. Exil sogar, okay. Stormkirk Okkultist, 3x3/2 Trampel und wenn er mit einer Schaden zufügt, exilieren wir die Karte von unserem Deck, die oberste, und wir können sie casten mit Madness. Auch hier, wie viele Rares hier drin sind, das ist ja abartig. Vampiric Dragon, lol. 8 Mana, 5/5 fliegend, wenn er eine Kreatur Schaden zufügt und die Kreatur stirbt, kriegt er eine +1/+1 Marke und für 2 Mana können wir einen Schaden zufügen. Cool. Exotic Oshard. Tappen für einen Mana von einer Mana-Farbe, das ein Gegnerland produzieren könnte. Dann haben wir Foreboding Ruins. Kommt ins Spiel getappt, wenn wir nicht einen Sumpf oder einen Mountain vorzeigen. Hier haben wir Shadowrun Ridge für Rot-Schwarz und tappen für das Signet-Land. Das Signet-Land in Rot-Schwarz. So. Sehr, sehr cool, dass sie die jetzt mittlerweile auch wieder reprinten. Smoldering Marsh kommt enttappt ins Spiel, wenn wir 2 oder mehr Basic Lands kontrollieren. Swamp Arm Mountain. Temple of Malice kommt getappt ins Spiel. Scry 1, tappen für Schwarz oder Rot. Und dann haben wir noch ein paar. Blood Artist. Stark. Feed the Swarm, auch eine gute Karte. Night's Whisper, Nighthawk. Oh, hier sind Vandalblast. Hier sind richtig gute Karten drin. Oh, sogar der Sturmke Captain. Das ist richtig cool, das Deck auch. Wow, sie werden immer besser. Sie werden immer besser bei den Decks. Und ich freue mich drauf auf die nächsten. Oh, noch ein Unclaimed Territory. Das macht Spaß auf mehr und macht Bock auf mehr. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Schreibt mir trotzdem vorher nochmal in die Kommentare. Habt ihr euch das Deck gekauft? Ich weiß, ich habe es beim letzten Mal schon gefragt, aber vielleicht habt ihr ja nur dieses Vampir-Deck gesehen und das Spirit-Deck nicht. Und ja, welches von den beiden Decks ist das coolere? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, I'm Blackset. Ciao, ciao.